Ein Thema, das in den vergangenen 12 Monaten wichtiger geworden ist. Ein Update sozusagen. Computer am Körper, weil das wird plötzlich Mainstream. Offiziell Wearable Computing, tragbares Rechnen. Das kann man nicht so gut übersetzen, Wearable Computing. Also was ist in den vergangenen 12 Monaten, Dezember 13 bis Dezember 14, alles so passiert? Activity Tracker sind inzwischen gang und gäbe. Die kriegen Sie quasi in jedem Supermarkt, nicht ganz, aber zumindest im üblichen Elektronikhandel für 40 Euro nachgeschmissen. Sage ich ein bisschen was zu. Dann die Smartwatches, insofern als Apple mit der Apple Watch droht, ist Smartwatch ein Thema für die breite Masse geworden. Und die Datenbrillen mit Google Glass, sind die ein breites Thema geworden. Google Glass ist schon fast wieder durch, insofern muss ich mich beeilen mit dem Thema. Eher weniger, ich schreibe es trotzdem dazu, eher weniger intelligente Textilien sozusagen, eher weniger, aber dass man das Thema nochmal im Auge behält, das könnte nochmal hochkochen. Kleidung mit Elektronik, Kleidung mit integrierter Elektronik, das intelligente T-Shirt sozusagen, das nebenbei auch den Puls misst und an Ihr Handy funkt, solche Geschichten, Kleidung mit Elektronik. Ist nicht das heiße Thema, ich wollte es aber nochmal erwähnt haben, weil bei Wearable Computing denkt man eigentlich erst an solche Geschichten. Dass der Computer, der in die Jacke eingebaut ist. So, Punkt 1, Activity Tracker. Das ist elektrotechnisch das Einfachste. Auf Englisch, Activity Tracker, Aktivitätstracker. Hört sich im Deutschen irgendwie komisch an. Activity Tracker. Das sind typischerweise Armbänder, seltener Sachen, die man am Gürtel trägt oder sich irgendwie anders umbindet. Als Bauform hat sich irgendwie das Armband als das übliche herausgestellt. Oder eben am Gürtel oder ähnliches, aber das ist eher selten, die Armbänder. Das ist, was Sie in den einschlägigen Elektronikmärkten finden. Am Gürtel ist seltener. Die Dinger sind autark, typischerweise, es gibt Dutzende an Bauformen, typischerweise sind die autark und hängen erstmal nicht am Handy oder am großen Computer und werden nur auf Bedarf mit dem Rechner verbunden oder mit dem Handy verbunden. Zum Beispiel ans Smartphone schreibe ich, auf Bedarf zum Beispiel ans Smartphone. Ans Smartphone, dann natürlich sehr gerne mit Funk und nicht mit USB-Kabel, gibt es auch, aber typischerweise dann mit Funk und das ist dann auch typischerweise Bluetooth 4.0 LE, Low Energy, Bluetooth 4.0 LE. Also nicht, wahrscheinlich nicht das Bluetooth, was Sie noch im 2 Jahre alten Handy drin haben, sondern eine neuere Variante, die eben energiesparend ist. In so einem Armband ist auch nicht gerade viel Platz für Akkus. Die Laufzeit geht extrem breit auseinander. Es gibt Armbänder, die halten mal einige Tage durch und es gibt welche, die halten ein ganzes Jahr durch. Das Spannende an diesen Aktivitätstrackern, an diesen Activity-Trackern ist, was sie an Sensorik drinnen haben. Im vergangenen Jahr hatte ich diese Uhr von Texas Instruments gezeigt. Und da gab es dann ja auch Programmierbeispiele. Im Endeffekt sind diese Activity-Tracker auch sowas wie diese Uhr. Es ist mindestens ein 3D-Accelerometer drin. Das können die alle. Accelerometer, ein dreiachsiges Accelerometer. Das ist quasi die Pflichtausstattung. Und dann kommt noch gegebenenfalls Herzfrequenz. Es gibt einige Lösungen, bei denen die Herzfrequenz mit Leuchtdioden gemessen wird. Wirklich aus dem Armband gemessen wird. Eine Leuchtdiode strahlt Ihnen in die Haut rein und eine Fotozelle oder was auch immer misst dann, was wieder zurückkommt.
ist ein bisschen heikel, das zu machen. Ich hatte auch das mal probiert, mit dem studentischen Projekt, da haben wir es mal selbst probiert, das auf diese Art zu messen. Das ist echt haarsträubend. Die Messwerte, die Sie da kriegen, die müssen Sie sehr gut auswerten, damit das funktioniert. Also die eine Art ist mit Leuchtdioden tatsächlich in die Haut zu strahlen. Die andere Art, und die wirkt augenscheinlich robuster, ist mit einem Brustband. Man bindet sich Elektroden um den Körper mit einem Brustband. Und das wird dann gefunkt. Das ist natürlich nicht mit Kabel verbunden. Dafür gibt es wieder eine nette Art, das zu funken, diese Daten. Typischerweise nicht Bluetooth, sondern sogar noch einfacher als, was heißt noch einfacher? Bluetooth ist richtig kompliziert. Wesentlich einfacher als Bluetooth, damit dieses Brustband schön einfach sein kann von der Elektronik her und damit es noch weniger Energie benötigt, als wenn man Bluetooth nehmen würde. Ich sollte vielleicht Brustband, ich glaube, der offizielle Begriff ist Brustgurt. Schnallt sich wirklich so ein Gurt dann um. So, was haben wir noch? Hautwiderstand geht wieder relativ einfach von der elektrischen Seite her. Umgebungstemperatur, klar, Sie bauen Thermometer rein. Umgebungstemperatur. Und die Körpertemperatur, oder ich sollte besser sagen, die Hauttemperatur. Sie messen ja nicht unterm Arm, sondern Sie messen auf der Haut der Hand, des Handgelenks, also die Hauttemperatur. Da muss man also so und so viele Bruchteile von Grad dann drauf addieren. Temperatur, um die Körpertemperatur zu haben. Höhenmesser gibt es auch in integrierter Form. Und wenn man schon dabei ist, könnte man auch noch gleich die Höhe messen, um zum Beispiel festzustellen, wie viel Energie jemand aufgewendet hat, um den Berg raufzusteigen. Wenn Sie die Höhe messen, können Sie das physikalisch korrekt ausrechnen, wie viel Energie nötig war, wie viel Arbeit da geleistet wurde. Es gibt auch eine Firma, die, mindestens eine Firma, die experimentiert, an Blutzuckerspiegel, den Blutzuckerspiegel von außen zu messen, durch Absorption. Also fast so ähnlich wie hier die Herzfrequenz. Blutzuckerspiegel. Wie kann ich feststellen, ob jemand gerade Hunger hat sozusagen oder Hunger haben müsste? Von außen durch die Haut gemessen. Und so weiter. Also da sind viele Leute unterwegs, die versuchen, sich raffinierte Sachen auszudenken. Was immer drin ist, und manchmal das Einzige, was drin ist, ist ein Akzelerometer. Und Sie fragen schon, warum eigentlich? Genau, warum eigentlich? Mit dem Akzelerometer können Sie zum Beispiel Schritte mitzählen. Die Schrittzahl. Früher gab es also diese Pedometer, die Schrittzähler. Dann wusste man, man ist, keine Ahnung, 1398 Schritte gegangen. Mit dem Akzelerometer können Sie mitzählen, rauf, runter, oder die Beschleunigung, wie viele Schritte ist jemand gegangen, und dann sagen, okay, das waren jetzt Pi mal Daumen, so und so viele Kilokalorien, die du verbraten hast, erst recht zusammen hier mit dem Höhenmesser, dass man den Energieverbrauch angeben kann. Also der in Richtung Energieverbrauch. Energieverbrauch. Hast du jetzt das Recht, ein Butterbrot zu essen oder eine halbe Tafel Schokolade, oder solltest du noch warten? Akzelerometer können Sie aber auch verwenden, um festzustellen, ob jemand schläft. Was sind die Schlafzeiten? Wie viele Stunden Schlaf hatte ich eigentlich in der Nacht? Es fühlte sich an vielleicht wie 2 Stunden Schlaf, aber es waren vielleicht mehr. Mit dem Akzelerometer können Sie gut feststellen, ob sich jemand nicht bewegt. Und im Schlaf bewegt man sich nicht allzu viel. Das kann man detektieren. Erst recht, wenn man die Herzfrequenz hat, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen an der Stelle. Je nachdem, wie das Akzelerometer montiert ist, können Sie vielleicht sogar feststellen, ob jemand liegt, ob er steht oder liegt. Man wird typischerweise im Schlafen liegen, es sei denn, man muss im Zug schlafen oder im Flieger schlafen. Aber auch das kann man benutzen. Also da kommen diverse Messungen zusammen, die man benutzen kann, um festzustellen, ob jemand am Schlafen ist. Sowas könnte man benutzen. Eher exotisch ist festzustellen, ob jemand gestresst ist. Wenn das Akzelerometer in der Nähe der Lunge montiert ist, hier Gürtel zum Beispiel, wenn Sie es am Gürtel montieren, können Sie zum Beispiel probieren, mit dem Akzelerometer auch die Atemfrequenz mitzukriegen.
Das muss man natürlich wirklich sehr raffiniert dann auswerten. Vielleicht kriegen Sie auch über den Hautwiderstand irgendwas zur Atemfrequenz mit. Wenn Sie die Atemfrequenz haben, können Sie was über den Stresspegel aussagen. War jetzt jemand gerade gestresst? Er atmet schwer oder schnell, ist aber die letzten Minuten nicht gelaufen oder die Treppe hochgelaufen oder hat keinen Dauerlauf gemacht, dann wissen Sie, oh, das muss Stress gewesen sein, der nichts mit körperlicher Beanspruchung zu tun hat. Solche Sachen gibt es auch. Es gibt Hersteller, die das probieren. Und all das Ganze natürlich hübsch in irgendwelchen Apps dargestellt, dass Sie sehen können, okay, so viel Schlaf hatte ich die letzten Nächte, habe ich die letzten Tage zu viel gegessen oder zu wenig gegessen, wahrscheinlich isst man ja immer zu viel. All das nett präsentiert in irgendeiner App auf dem Handy. Das geht dann weiter. Apple und Google und auch Samsung waren nicht untätig. Bevor jetzt jeder seine eigene App, jeder Hersteller seine eigene App baut, die unabhängig von den anderen den Energieverbrauch einsammelt oder Schlafzeiten einsammelt, ist natürlich der Gedanke, okay, Apple sammelt ein, wie viel sie geschlafen haben und wie viele Schritte sie gemacht haben und gibt das an die App weiter. Das freut die NSA. Dafür gibt es dann etwas, das nennt sich Apple Health Kit, dass man solche Daten austauschen kann. Und Google hat natürlich auch was. Bei Google ist das dann Google Fit. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, bei uns gab es mal die Aktion, oder gibt es immer noch, die elektronische Gesundheitsakte, die will ich mal gerade erwähnen hier an der Stelle. Der Gedanke ist, dass die wesentlichen Gesundheitsdaten, vielleicht sogar Röntgenaufnahmen, so verarbeitet sind im Netz, dass jeder Arzt darauf zugreifen kann, der sie behandelt oder die sie behandelt. Die elektronische Gesundheitsakte. Im Prinzip ist das eine elektronische Gesundheitsakte. Und sie ist derzeit eben noch, muss man sagen, auf freiwilliger Basis. Das, was sich als von oben herab schwierig erwiesen hat, dass der Bundestag sagt, so, wir führen das jetzt pflichtmäßig für alle Bundesbürger ein. Die Gesundheitsdaten haben irgendwo im Internet zu liegen und müssen von den Ärzten erreichbar sein. So kommt das jetzt plötzlich über die Hersteller von solchen Gerätschaften, dass an zentraler Stelle Gesundheitsdaten gesammelt werden. Das ist natürlich mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Es geht so weit, dass es die erste Versicherung vorgibt, die erste Krankenversicherung gibt, nicht bei uns, aber woanders. Die erste Krankenversicherung, die gibt, die sagt, wenn sich jemand eins von diesen Armbändern umschnallt und hübsch seine Daten erfasst, dann kriegt er Rabatt auf die Krankenversicherung. Auf diese Weise kommen dann solche Techniken plötzlich ins Spiel. Mal sehen, wie das dann in Deutschland weitergeht. Das zu der Anwendung. Sie sehen, man fängt so mit ganz harmlosen Sensoren an. Wir messen doch einfach mal Beschleunigung. Und ups, plötzlich geht es darum, wer hat eigentlich meine Daten? Darf die Krankenkasse diese Daten lesen? Darf der Arzt diese Daten lesen? Das ist schon eine heikle Geschichte. Sensorik. Sensorik sind die Daten, die das Ding erfasst. Aber einige von denen haben nicht nur Sensorik drin, sondern auch Aktorik drin. Die können auch noch was tun. Irgendwelche Rückmeldungen, dass das Handy ihnen sagen kann, so, jetzt ist hier aber mal wieder Zeit aufzustehen zum Beispiel, oder dass das Armband ihnen selbst sagen kann, hier ist Zeit aufzustehen, per Vibration am Handgelenk oder mit einer LED, die dann leuchtet und sagt, so, jetzt müssen wir aber mal wieder einen Gang um den Block machen. Das Schärfste, was ich bisher gesehen habe, ist mit Elektroschock. Es gibt einen Anbieter, der plant, ein Band rauszubringen, das Elektroschocks verabreicht. Ich bin gespannt, wie das in Deutschland so mit dem VDE vereinbar ist, aber nur gut. Dann können Sie das Gerät dann eben so programmieren mit der passenden App. Wenn Sie so und so lange nicht unterwegs gewesen sind, kriegen Sie einen Elektroschock. Oder wenn Sie zu lange auf Facebook waren, kriegen Sie erstmal einen kleinen Elektroschock. Ob das dann, keine Ahnung, ob es auch funktioniert, wenn man Brüche nicht korrekt addiert hat, das wäre für die Mathematikausbildung sehr spannend. Das geht natürlich in eine Richtung, die ist hochgefährlich, dass man sich jetzt selbst domestiziert auf diese Weise. Man verabreicht sich selbst Elektroschocks und keine Ahnung, vielleicht kriegt man dann auch die Krankenkasse günstiger, wenn man mit der Krankenkasse vereinbart, dass man sich selbst Elektroschocks verabreicht. Dann wird es nun allmählich wirklich haarsträubend, muss man mal im Auge behalten.
Den Hautwiderstand habe ich vergessen. Ja, genau. Den Hautwiderstand, den können Sie zum Beispiel benutzen, um festzustellen, ob jemand Schweiß absondert. Hat er oder sie sich auch wirklich angestrengt? Das kriegen Sie über den Hautwiderstand raus. Nebenbei, viele von diesen hier, die werden auch im, und nicht viele, vielleicht sogar alle von denen, nicht die Höhenmesser, nicht der Höhenmesser und nicht die Umgebungstemperatur, aber diese Messwerte hier, die sind natürlich für den Lügendetektor auch wunderbar spannend. Ne? Also Sie haben auch quasi einen Lügendetektor am Handgelenk, wenn Sie so ein Ding umlegen. Das muss man sich wirklich überlegen. Facebook ist ein Problem, was die Daten angeht. WhatsApp ist ein Problem, was die Daten angeht. Aber diese Geschichten hier, die sind wirklich nochmal zwei Nummern härter, was die Daten angeht und den Datenschutz insbesondere dann angeht oder das Gegenteil vom Datenschutz angeht. So, das zu den Aktivitätstrackern, die Sie für 50 Euro, 100 Euro im Elektronikladen kriegen. Smartwatches ist der nächste Schritt. Das sind typischerweise Erweiterungen auch von Activity-Trackern. Also eigentlich können die Smartwatches auch alles das, was die Activity-Tracker können. Es gibt eine spezielle Version von Android, Android Wear. Das ist eine Version von Android, bei der die Uhr Kontakt zum Handy aufnimmt. Also Sie brauchen dann noch das passende Handy dazu. Wie schreibe ich das hier mal? Koppelung an Smartphone schreibe ich mal. Natürlich an Android-Smartphone. Koppelung an Smartphone. Die Uhr ist dann nicht wirklich selbstständig, sondern sie borgt sich alles Mögliche von ihrem Handy. Natürlich wieder mit Bluetooth. Ich schreibe es mal wieder dazu. Mit Bluetooth 4.0 LE üblicherweise. Also die Uhr hält Funkkontakt zu Ihrem Handy. Das Handy bleibt dann im Zweifelsfall in der Tasche und Sie machen sehr viel über die Uhr. Es gibt auch einige wenige Uhren, die tatsächlich volle Android-Smartphones sind. Also wirklich Handy im Uhrenformat. Sie können sich vorstellen, wie lange die Batterie reichen wird, wie lange der Akku reichen wird. Genauso lange reicht er nämlich auch. Das ist nicht so wirklich spannend. Und was die Rechenleistung von diesem Ding ist, das könnte in Zukunft natürlich spannend werden. Je mehr Rechenleistung man hat, je besser die Akkus werden oder je effizienter die Chips werden, umso spannender ist natürlich, das komplette Smartphone einfach ans Handgelenk zu binden. Es gibt einige von der Sorte. Apple ist noch unterwegs. Die wollen ja erst Anfang 2015 auf den Markt kommen. Apple Watch, sie hieß dann doch nicht iWatch, sondern heißt dann eben Apple Watch. Das ist auch diese Methode hier. Kopplung an Smartphone auch. Also Sie müssen obendrein noch ein iPhone 6 in der Tasche haben, damit die Apple Watch irgendwas Vernünftiges tut. Das ist kein komplett autarkes Gerät. Ich hatte bei den Activity-Trackern Laufzeit angegeben. Hier natürlich, Sie ahnen es, je mehr Elektronik Sie reinbauen, die Laufzeit ist mit Mühe ein Tag. Das ist eigentlich auch, was mich derzeit abhält, davon sowas zu kaufen. Will man das Risiko eingehen, dass wenn man früh aufsteht, spät ins Bett geht, dass die Uhr zwischendurch geladen werden muss, das kann einfach nicht sein. Daran krankt das Ganze noch. Ich hätte gerne eine Uhr, die bitte durchläuft den ganzen Tag. Die kann ich nicht zwischendurch laden. Sicher durchläuft. Anwendungen. Bei den Activity-Trackern hatte ich die Anwendungen angegeben. Hier sind die Anwendungen klar. Man könnte ja ganz profan die Uhrzeit anzeigen mit 1000 verschiedenen Ziffernblättern, wer es braucht. Die Hauptanwendung wird natürlich sein, das Handy in der Tasche lassen. Also wir werden in Zukunft so faul werden, dass wir es nicht mehr schaffen, das Handy aus der Tasche zu holen. Für Nachrichten, ganzen Facebook-Geschichten, WhatsApp-Geschichten, Erinnerungen, Kalender. Ein paar gibt es noch. Musik steuern, bisher gibt es das ja am Headset, dass man Tasten hat, um die Musik anzuhalten, seinen Musikspieler anzuhalten und wieder zu starten. Das können Sie dann über die Uhr machen. Man könnte auch tatsächlich telefonieren, also dass Sie in die Uhr sprechen. Das sieht wahrscheinlich ziemlich komisch aus, wenn man mit der Uhr spricht, aber im Prinzip ja. Oder das Headset an die Uhr ankoppeln, wenn der einen Stecker dafür hat. Was ich bisher am lustigsten gefunden habe, ist, dass die Uhr der Kamerasucher sein kann. Sie haben eine Kamera im Smartphone und können sich auf Ihrer Uhr angucken, was die Kamera jetzt gerade aufnehmen würde. Zum Beispiel für Selbstporträts oder wenn Sie die Kamera irgendwo hinlegen. Ist natürlich auch wieder für Spione total spannend. Sie legen Ihr Handy irgendwo in die Ecke und gucken sich auf der Uhr an, was das Handy gerade aufnimmt. Das Ganze hat eine Grenze. Das ist, glaube ich, die ganze Zeit hier Bluetooth erwähnt.
Das Ganze hat eine Grenze hier, Bluetooth 4.0. Da kriegen Sie vielleicht so 10 Meter Reichweite hin. Also Sie kommen nicht so weit mit Ihrem Kamerasucher. Vor allen Dingen, wenn Sie im Fitnessstudio sind und Sie haben das Handy eben weiter als 10 Meter weggelegt, dann ist diese Uhr eben auch nur noch eine Uhr und alles andere ist schwierig, weil es das Handy nicht mehr sieht. Also man darf nicht zu weit weg von seinem Handy bei diesen ganzen Funktionen. 10 Meter ist zwar schon eine Nummer, aber man ist vielleicht doch hin und wieder 10 Meter von seinem Handy getrennt. So, das wäre das Update zu den Smartwatches. Die sind im vergangenen Jahr, in den vergangenen 12 Monaten wichtig geworden. Letzter Punkt von den Sachen, die man am Körper trägt, die Brillen, Datenbrillen. Die gibt es in 3 Varianten, würde ich zumindest sagen, dass es 3 Varianten von den Datenbrillen gibt. Andere mögen anders zählen. Es gibt einmal einen Bildschirm am Rande des Sichtfelds, eingeblendet dann. Also, dass Sie einfach einen Bildschirm haben, den Sie ständig im Blick haben, weil der eben an der Brille klebt. Da würde ich Google Glass einsortieren. Es ist eben vor dem einen Auge, typischerweise dem rechten Auge, dieses Prisma, wo ich so ein paar Zeilen Text sehen kann, vielleicht auch ein paar Bildchen sehen kann. Da würde ich Google Glass einsortieren. Es ist ja nicht das gesamte Sichtfeld damit verborgen, sondern ganz im Gegenteil, es hat ja einen Grund eben, dass dieses Ding oben am Auge da angebracht ist. Oben passiert typischerweise wenig, man guckt meist nach unten. Und das ist also da platziert, wo es am wenigsten stört, so groß ist es ja auch nicht, es ist da platziert, wo es am wenigsten stört, dass man noch irgendwas einbetten kann, so in 5 Minuten bitte zum Bahnhof und solche Geschichten. Das ist, wie ich Google Glass sehe, auch natürlich wieder ein komplettes Android-System, ne? Was nebenbei, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, dieses Android-System bei Google Glass sitzt ja in dem einen Bügel drin, so in den einen Bügel reingesetzt. Wenn wir aus Copyright-Gründen hier jetzt leider keine Bilder aufnehmen, in den einen Bügel reingesetzt, dann können Sie es per Sprache bedienen oder hier auf diesen dicken Bügel mit dem Finger drauf greifen. Also er hat Touch-Bedienung über diese Fläche hier, eine schräge Lösung. So, das ist die eine Art, Android in der Brille, wenn Sie so wollen, aber die Brille eigentlich zur Ausgabe benutzt, so nebenbei, man sieht noch irgendwas. Die andere Art, wie man diese Brillen verwendet, Virtual Reality, virtuelle Realität. Virtual Reality, da gab es dieses Jahr auch einen dicken Event, sollte ich sagen. Facebook hat Oculus gekauft. Oculus Rift heißt die Brille. Oculus Rift, die ging ziemlich durch die Presse, insbesondere weil Facebook den Laden gekauft hat. Man fragt sich, okay, was will Facebook jetzt eigentlich damit? Wir sind gespannt. Der Gedanke ist, man hat ein Display, was ähnlich ist wie beim Handy. Das soll mein Handy-Display sein. Und dieses Display setze ich quasi als Brille auf. Stellen sich das als Brille vor. Wird so nicht funktionieren. Man braucht noch Linsen, dicke Linsen und noch ein bisschen Abschattung drumherum, dass der Rest nicht stört. Aber das ist es im Prinzip. Das ist Oculus Rift. Es kommt noch ein bisschen was hinzu. Man sollte noch feststellen, in welche Richtung der Benutzer guckt. Wenn der Benutzer nach oben guckt, sollten Sie was anderes zeigen, als wenn er nach unten guckt. Man möchte einen dreidimensionalen Raum typischerweise simulieren. Diese Brille soll den Blick mit 2 Augen in einen dreidimensionalen Raum darstellen. Und dann wollen Sie natürlich, dass der Benutzer sich umgucken kann. Wenn er so guckt, soll er sehen, was hinten ist. Wenn er so guckt, soll er sehen, was oben ist. Das heißt, Sie wollen auch noch feststellen, in welche Richtung der Benutzer oder die Benutzerin gerade gucken. Also was dann noch dazu kommt, ist nicht nur dieser Bildschirm, sondern was dazu kommt, ist Head-Tracking. Wie liegt der Kopf im Raum? In welchem Winkel ist der Kopf ausgerichtet? Vielleicht sogar Motion-Tracking, viel allgemeiner. Kann man noch ein paar Schritte machen. Hin und her kann man in die Knie gehen. Motion-Tracking. In welche Richtung gehe ich gerade oder bin ich gerade 2 Schritte gegangen? Das ist dann die aufwendigere Art. Was die Oculus Rift macht, ist Head-Tracking. Es ist eben, wie üblich, IMU. Wissen Sie noch, was IMU war? IMU, Inertial Measurement Unit. Diese übliche Dreieinigkeit von Accelerometer, Gyroskop und digitaler Kompass. Diese üblichen 3 zusammen. Das ist dann normalerweise, was IMU ist, Inertial Measurement Unit. Damit kriegt man die Lage im Raum raus, nicht wirklich gut und nicht wirklich sicher, aber es funktioniert so halbwegs. Das ist bei den meisten eingebaut, die Head-Tracker haben dann. Damit kriegen Sie
grob raus, in welche Richtung man guckt und können dann das Bild nachstellen, dass man wirklich glaubt, man wäre in so einem dreidimensionalen Raum. Motion Tracking ist typischerweise, dass man noch mehr erfasst, dass man wirklich sauber die Position im Raum erfasst, was mit der IMU nicht gut funktioniert, dass man zum Beispiel hier noch irgendwelche komischen Punkte dran setzt, die Infrarot reflektieren und dann die Position dieser Punkte mit Kameras bestimmt. Das ist dann typischerweise, was beim Motion Tracking passiert, dass man sehr genau die Position hat, wirklich vor allem die Position und nicht nur die Winkel hat. Das wäre Virtual Reality, virtuelle Realität. Ich zeige hier eine Welt, das hätte ich überhaupt zu Beginn sagen sollen, ich zeige hier eine Welt, die virtuell ist, die nicht real ist, in dieser Brille. Und wenn der Benutzer dann vor die Wand läuft, naja, dann läuft er eben vor die Wand, weil die Wand nicht vorkommt in der Brille. Und dann gibt es Augmented Reality, die erweiterte Realität, Augmented, A-U-G, Augmented Reality, die erweiterte Realität. Das heißt, ich versuche auch die reelle Welt reinzubringen. Ich versuche die reale Welt zu erweitern, um irgendwas, was ich da zusätzlich einblende. Eine Art, wie man das machen kann, das ist die einfachste, man baut dieselbe Konstruktion hier, so ein Display, wie man es im Handy hat, mit ein bisschen Optik hinter, Linsen und so weiter, mit ein bisschen Optik dran. Und sie bauen hier noch Kameras davor. Das wäre das Simpelste. Und man kann ja einfach die Bilder von diesen Kameras dann auf das Display bringen, links, rechts, und kann quasi durch diese Brille durchgucken. Der Witz ist nun, dass sie doch Sachen reinrendern können. In die reale Welt können sie jetzt auf diese Weise Sachen reinrendern. Sachen, die es normalerweise erstmal nicht gibt. Das ist Augmented Reality. AR, Virtual Reality ist VR, Virtual Reality, AR, Augmented Reality. Dafür gibt es auch eine sehr spannende Geschichte vom Hersteller, der es noch nicht rausgebracht hat. Virvana, wahrscheinlich von wegen Nirvana, ist es Virvana geworden. Dasselbe Konstruktionsprinzip wie bei der Oculus Rift, nur eben mit Kameras da drinnen obendrein noch. Das heißt, Sie können die reale Welt nehmen und dann Sachen draufrendern quasi auf die reale Welt. Dafür würde ich nochmal ein paar Beispiele zeigen. Kann ich dann nicht aufnehmen, aber ein paar Beispiele zeigen. Virtual Reality und Augmented Reality gibt es ja nicht nur mit den Brillen, sondern auch genauso mit dem Handy oder mit großen Aufbauten. Die klassische Anwendung für Virtual Reality ist der Flugsimulator. Man hat einen großen Bildschirm außenrum, dann baut man da so ein quasi Cockpit innen rein. So, hier ist das Cockpit von meinem Flugzeug innen rein. Und innen drin tut die Pilotin, tut der Pilot so, als ob er oder sie tatsächlich jetzt ein Flugzeug fliegt. Und außen zeige ich dann auf dem riesen Bildschirm oder der Sammlung von Bildschirmen, zeige ich eben an, wie das jetzt tatsächlich aussehen würde. Das ist die klassische Virtual Reality Anwendung. Flugsimulator, genauso Fahrsimulator und solche Geschichten. Dafür hat man natürlich dann keine Brille. Mit der Brille ist das Ganze natürlich viel simpler zu machen. Sie müssen nicht mal das Cockpit nachbauen, geschweige denn hier die Landschaft drumherum nachbauen. Also das ist ein klassisches Thema, VR, für alle möglichen Schulungen, Flugsimulatoren, Fahrsimulatoren, Schiffssimulatoren. Und hier hat man das in einem kleineren Rahmen, auch insbesondere dann für Spiele eben. Was die ganze Zeit, was Sie mit Spielen natürlich machen, mit 3D-Spielen, das ist ja im Endeffekt Virtual Reality. Augmented Reality sind dann zum Beispiel solche Sachen, dass ich die Landschaft sehe. Ich sehe die Landschaft, wie sie da ist, und kriege dann zum Beispiel angezeigt, hier, das ist dein Ziel, oder hier gibt es eine Sehenswürdigkeit, oder hier gibt es irgendeinen Laden, der ist spannend. Das wäre eine einfache Art von Augmented Reality. Stellen Sie sich vor, dass dann irgendwas mit Spielen vielleicht noch stattfindet, dass irgendwelche Monster erscheinen. Das lässt sich weitertreiben mit Augmented Reality. Davon will ich mal gerade zwei, drei Sachen zeigen.